Moin Freunde von Campfeeling. Lange nichts voneinander gehört. Jetzt sind wir endlich mal wieder da. Leider Gottes ohne Nils, der ist mit Frau und Hund oder Hündin Frieda unterwegs im Urlaub. Was haben wir heute euch mitgebracht, beziehungsweise was habe ich euch heute mitgebracht? Das ist der Hobby Maxiavan. Ein durchaus interessantes Fahrzeug. Wir befinden uns heute hier auf dem Hof von Krüger Caravan bei Spannan und wollen uns das Ganze mal angucken. Was an dem Fahrzeug wirklich interessant ist, der ein oder andere hat es vielleicht schon auf der Scheibe gesehen, ist der Preis. Mit 79.900 Euro ein durchaus, so finde ich es, interessantes Stück Kastenwagen. Fangen wir mal an. Wir haben hier eine Metallic-Lackierung in Grau. Dazu noch ein vernünftiges Dekor, was sich wirklich schön einfügt hier in das Gesamtbild des Fahrzeuges. Dann haben wir auf dem Fahrzeug oder im Fahrzeug verbaut Rahmenfenster. Da bin ich ja persönlich ein großer Fan von, weil macht einfach mal Sinn, sind ein bisschen geräuschärmer während des Fahrens, sind ein bisschen besser gegen Einbruch oder beziehungsweise Diebstahl geschützt und finde ich, fügen sich einfach vernünftig ein und bieten zudem noch ein bisschen mehr Isolierung. Kommen wir zu den Alufelgen. In dem Fall haben wir hier 17 Zoll Alufelgen original auf Volkswagen oder original von Volkswagen montiert. Das Ganze haben wir kombiniert mit einer Sommerbereifung. Ansonsten vorne die dem einen oder anderen bekannte VW Crafter-Schnauze. Hier unten drunter werkelt der 2 Liter Selbstzünder. Das ist 2 Liter Diesel mit 177 PS. Das Ganze in dem Fahrzeug gepaart mit einem Automatikgetriebe. Ansonsten sind hier auch Nebelscheinwerfer mit integriert und die Frontstoßstange ist teillackiert. Ansonsten haben wir hier ganz normale Glühbirnen drin. Wir haben keine LED-Technik. Wer sowas will, müsste sowas extra konfigurieren. Die Katzenaugen, so kann man das ja ganz gut betiteln. Das ist immer ein Indikator dafür, dass die Fahrzeuge über 6 Meter lang sind. In dem Fall ist das ganze Fahrzeug etwas über 6,80, um genau zu sein, 6,84 Meter. Wir haben uns das hier schon mal aufgemacht. Übrigens, heute ist hinter der Kamera der Michael. Das ist unser neuer unser Ersatzkameramann. Ich hoffe, wir kriegen das alles hin. Aber Michael wird das schon hinkriegen, ne? Ja, natürlich. Hier haben wir in diesem Fall einen Tritt von ungefähr 55 cm. Das Ganze funktioniert elektrisch. So. Und auch wieder raus. Des Weiteren haben wir hier in dem Fahrzeug, wie ich sag mal beim Großteil der Kastenwagen, ein Insektenschutzgitter verbaut. Das macht Sinn und ist gut, wenn es dabei ist. Ansonsten große Schiebetür, in dem Fall aber ohne Zuziehhilfe. Über uns haben wir noch eine LED-Außenbeleuchtung. Das ist praktisch und gut, weil erstens bringt es Licht und zweitens, das ist ein entscheidender Vorteil bei der LED-Außenbeleuchtung, nicht mal nur beim Maxiavan, sondern bei vielen Kastenwagen, dass wir wie so eine kleine Regenrinne integriert haben in dieser LED-Außenbeleuchtung. Das heißt, im Kastenwagen kann es nicht so schnell ab- oder reinregnen, sondern es fließt dann nach hinten ab. Zudem haben wir eine vernünftige Thule Omnistor mit an Bord, das ist in Ordnung, die ist in Anthrazit gehalten und fügt sich zum restlichen Außendesign sehr gut ein. Dann haben wir hier, da bin ich ja ein großer Fan von, diejenigen von euch, die unsere Videos regelmäßig gucken, wissen das, dass wir hier das Ganze blau gekennzeichnet haben fürs Frischwasser, abschließbar und wir haben die Staubschutzklappe, das macht Sinn und ist einfach gut. Des Weiteren auch hier nochmal eine Staubschutzklappe, darunter verbirgt sich der Außen-TV-Anschluss. Also wer sagt, okay, ich möchte draußen mein TV-Gerät anbringen, der kann das tun, kann sich dann hier hinsetzen und vielleicht die nächste Weltmeisterschaft angucken. Je nachdem, was man gerne guckt oder Rosamunde Pilcher. Die Geschmäcker sind halt eben verschieden. Hier hinten haben wir, ich sag mal, eine sehr cleane Heckfront. Oben haben wir die dritte Bremsleuchte montiert und da integriert befindet sich unsere Rückfahrkamera. Was ich persönlich ganz gut finde bei dem Fahrzeug, die Rahmenfenster hinten sind zwar relativ klein, ist aber dafür auch irgendwo ein Garant, dass man nicht einfach, wenn man mal unterwegs ist und man möchte mal vielleicht im Sommer lüften, dass ja irgendjemand einsteigen kann. Ne? Das finde ich dann ganz gut. So. Machen wir das Ganze mal auf.
Was als erstes ins Auge fällt, das ist hier der Tisch. Das ist ein kleiner Tisch für draußen. Den kann man sich dann vorne dran montieren. Und dann könnte man im Falle des Falles da draußen speisen und sich vielleicht Geld sparen für einen Campingtisch. Ich persönlich würde aber euch empfehlen, holt euch einen vernünftigen Campingtisch. Macht einfach Sinn. Das ist nett gedacht, aber viel zu klein. Hier hinter verbirgt sich unser Gasstaukasten. Das Ganze ist gut zugänglich. Wirklich gut gelöst ist auch, dass wir hier den Schiebeschlitten mit integriert haben. Das heißt, hier muss ich mich nicht erst groß abbuckeln, sondern hier kann ich bequem, ohne mir vielleicht Gefahr zu laufen, die Hände einzuquetschen, meine zwei 11 Kilo Gasflaschen draufbauen und das passt. In dem Fahrzeug haben wir das System Duo-Control von Druma verbaut, ein Crash-Sensor, Ice-X, das ist natürlich eine gute Sache, finde ich persönlich, macht Sinn. Da merkt man, hat jemand sich dabei was gedacht. Dann haben wir hier eine wirklich schöne, große, lange, durchgehende Heckgarage. Da kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Wir haben hier die integrierten Niederzurösen. Wenn man jetzt vielleicht doch mal was Schweres einlädt, kann man das dementsprechend niederzuren. Das Schöne hier an der ganzen Geschichte ist, wir haben noch die Möglichkeit, hier was reinzumachen. Ja, ich sag mal Kleinigkeiten vielleicht. Der eine hat vielleicht auch eine Butangas- oder ein Butangasgrill, da könnte man da vielleicht die Buddeln unterbringen. Fahrradschloss, Hundeleine, das liegt bei jedem selbst. So. Ansonsten haben wir hier die Möglichkeiten, in die verschiedensten Fächer und Schubläden noch was unterzubringen. Hier kann ich mir natürlich wie bei jedem anderen Kastenwagen auch das Bett hochmachen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Könnte dann dementsprechend hier vernünftig rankommen und kann dann ohne mich zu verrenken, was einlagern, das ist in Ordnung. Das Ganze funktioniert mit der sogenannten Soft-Close-Technik, finde ich, sollte aber auch im Jahr 2023 einfach auch Standard sein. Hier unten drunter befindet sich der Frischwassertank, da kommen wir aber gleich drin zu. Ansonsten haben wir im kompletten Fahrzeug, da bin ich auch großer Fan von, Plissés und vernünftige Insektenschutzgitter platziert. Das ist gut. Ach so, und bevor wir es vergessen, Freunde, oben haben wir noch die Kurbel für die Markise. Ja, Freunde, dann haben wir hier, wie schon gerade gut zu erkennen, den Außenanschluss für die 230 Volt Geschichte bzw. für unseren Landstrom. Das ist in Ordnung, kommt man gut ran, passt. Haben wir hier unser Staufach für unsere Chemie-Toilettenkassette. Mit einem Handgriff komme ich hier gut ran. Das ist sinnvoll positioniert. Auch hier drin haben wir hier alles vernünftig ausgekleidet. Sollte doch mal was daneben gehen, ist das nicht so schlimm. Da kann man quasi sagen, ein Wisch und weg und dann ist das in Ordnung. Das Ganze ist eine Tedford Chemie-Toilette. Ist im Standard 18 bis 20 Liter. Je nachdem, wie üppig die Mahlzeit halt ausgefallen ist, reicht es länger oder halt nicht. Was ich ein bisschen schade finde, da gehen Grüße raus nach Fogpack an Hobby. Hier hätte ich das Ganze mir gewünscht, dass man das vielleicht gesagt hätte, ich hätte das positioniert mit einem Magneten oder einfach nach oben weg und hätte hier einen Magneten rangemacht. Das wäre natürlich cool gewesen, weil so ist es natürlich dann ein bisschen labbrig. Das ist jetzt aber vielleicht Jammern auf hohem Niveau. Hier haben wir unseren Gas oder unseren Heizungsausströmer, so ist es ja richtig deklariert, verrät uns natürlich dementsprechend auch, dass hier hinter irgendwo sich unsere Truma Kombi 6 befinden muss. So, dann auch Standard VW und MAN haben wir hier einmal beides zusammen. Hier oben haben wir unseren Einfüllstutzen für den Dieselkraftstoff und hier unten haben wir unseren AdBlue Einfüllstutzen. Das ist gut gelöst, ich komme mir vernünftig ran und muss hier drin nicht erst noch irgendwie rumplatschern und mir da irgendwas vielleicht einsauen. Finde ich gut, macht Sinn. So sieht's aus und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich drin wieder. So Freunde, dann würde ich sagen, gucken wir uns den Maxia Van mal von innen ausgiebig an, was er kann, was er uns bietet, werden wir jetzt gleich von innen sehen.
von innen, so viel ist schon mal gesagt, ein sehr gelungenes Interieur. Aber wie bei all unseren Videos, wo fangen wir da bekanntlich an, wenn wir im Fahrzeuginneren sind? Richtig, im Führerhaus. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir ein 3-Speichen Lenkrad, leider Gottes in dem Falle ohne Leder, dafür aber mit Multifunktion. Das Fahrzeug bietet allerhand Assistenzsysteme, Regensensor, Lichtsensor, Notbremsassistent. Wir haben in dem Fall eine 2-Zonen-Klimaautomatik mit an Bord. Wir haben ein vernünftiges Automatiksystem an Bord. Wir haben hier eine Multimedia-Einheit, das Ganze ist gepaart Radio, Media. Wir haben verschiedene Applikationen. Navi hat er jetzt nicht. Andere sagen vielleicht, okay, ich will komplett ein anderes System mit einem größeren Bildschirm. Da wäre ja auch die Möglichkeit. Aber so an sich ist das Fahrzeug, so wie hier steht, wirklich gut ausgestattet. Und damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Sinnvoll auch positioniert sind hier die 2 USB-C-Anschlüsse. Das finde ich gut. Mittlerweile hat sich ja USB-C durchgesetzt im Gegensatz zu USB. Dementsprechend passt das. Auch die Platzierungen und die Größen der Cuphalter sind ausreichend, um hier vielleicht mal einen Kaffee-to-go-Becher abzustellen. Bei einer großen Pfandflasche wird es natürlich schön kompliziert. Ja, dann haben wir hier ein vernünftiges Plissé-System mit an Bord, im Gegensatz zum ursprünglichen Gran California, wo man ja immer noch den Vorhang hat. Hat man sich bei Hobby hier was einfallen lassen, das finde ich ganz gut. Da könnten vielleicht auch die ein oder anderen VW-Ingenieure sich mal eine Scheibe abschneiden und sich das annehmen, wie man es machen kann. So ist es nämlich gut gelöst. Das wird hier eingeklickt. Dann machen wir uns das Ganze auf der Seite auch. Und dann könnt ihr hier ganz bequem euch das Ganze zuziehen. Seid abgeschottet. Finde ich wirklich gut gelöst. Und ansonsten das Plissé-System von Remise kennen vielleicht die ein oder anderen von euch schon. Das ist Standard, ist gut, sinnvoll und hat sich einfach über die Jahre gut durchgesetzt. Weiterhin haben wir hier eine elektrische Lordose in den Sitzen verbaut. Wir haben eine Sitzheizung und beide Sitze sind drehbar. Dementsprechend Captain Chair, Pilotensitz, je nachdem, wie ihr es deklarieren möchtet. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Bepolsterung an. Ja, ansonsten hier kommen wir zum Sitz. Da haben wir das, ich sag mal, originale VW oder die originale VW-Bepolsterung. Das ist aber in Ordnung. Das ist, sag ich mal, zeitlos. Man kann damit vernünftig arbeiten. Die sind auch relativ robust. So, über uns befindet sich ein Staufach. Viele werden jetzt sagen, viele große Leute, naja, so ein Quatsch, das brauche ich gar nicht. Das nimmt mir Stehhöhe weg. Ja, mag sein, in einem gewissen Fall ist es so. Aber ich finde, wenn man sich so ein Fahrzeug zum Beispiel zulegt und sagt, okay, ich weiß ja, was es jetzt meins ist, muss ich aufpassen, passt das? Ich persönlich fahre selber Kastenwagen, die einen oder anderen wissen das. Ich mag dieses Fach unwahrscheinlich, weil im Kastenwagen ist halt einfach Platz viel wert und wir müssen halt mit unseren Platzressourcen vernünftig haushalten. Dementsprechend finde ich dieses Fach super gut. Gerade hier ist es auch relativ tief. Also hier kann man wirklich mal einen Parker, eine Jacke, einen Rucksack, Wanderstöcke etc. Unterbringen und dann liegen die nicht störend irgendwo rum. Das finde ich super. Ansonsten haben wir hier unsere Dinette mit einem erweiterbaren Tisch. Das ist okay. Das Schöne ist, dass der Tisch auch an dieser Kante nach vorne zu sich verjüngt. Dementsprechend habe ich einfach einen gewissen Garant, dass ich, wenn ich nach vorne langlaufe, ein bisschen mehr Platz mir generiere. So, und wenn ich jetzt hier vernünftig speisen will mit 2 Personen oder vielleicht auch mit 4 Personen, wenn mal Besuch da ist, kann man das bequem und gut tun. Schön finde ich die matt-weißen Schränke. Persönlich mag ich das sehr, gerade in der Kombination mit dem hellen Holz. Macht das einfach Sinn, macht einen warmen, wohnlichen Eindruck. Auch hier, sage ich mal, mit diesen filzbespannten Wänden sieht das gut aus. Und gerade weil, wie gesagt, das Außendekor hier so in diesem matt-weiß ist, sieht man jetzt hier nicht jeden Fingerabdruck. Das ist schön. Ansonsten haben wir hier wirklich vernünftig Platz und Stauraum in den Fächern, um auch was unterzubringen. Das Ganze hier ist nicht nur blöniger Kunststoff, sondern wirklich Metall. Und dementsprechend macht diese Rausfallkante auch wirklich Sinn. Gefällt mir gut. Das Ganze hat in dem Falle keine Softlose-Technik, aber damit kann man leben. Wir haben hier, da kann der Kameramann mal kurz drauf zeigen, wir haben hier einen USB-Anschluss und einen USB-C-Anschluss. Macht in der Summe 2 Anschlüsse. Wir haben hier die Möglichkeit, noch mal was unterzubringen. Das gefällt mir gut. Und auch das Fenster ist
angenehm groß, finde ich schön. Unter unseren beiden Sozius-Sitzplätzen befindet sich unsere Truma Kombi 6. Das seht ihr jetzt auch gerade eingeblendet, auch den Frostwächter. Da kommt man hier an dieses Fach einfach wirklich gut ran. Das macht Sinn, ist schnell zu erreichen, finde ich gut. Was ich auch gut finde, das sind ja so manchmal Kleinigkeiten, wo man als Camper auch drauf achten muss. Für den einen ist es wichtig, für den anderen nicht. Wir haben hier, Freunde, keine störende Kante, bis auf diese kleine. Das ist bauartbedingt nicht anders möglich, aber das ist wirklich eine kleine Kante, wo man sagt, okay, ansonsten habe ich hier eine ebene Fläche im Fahrzeug. Das ist vielleicht für den einen oder anderen wichtig, auch dass man sagt, okay, da muss ich nicht aufpassen, wenn ich dann doch mal mich bewege, dass ich nicht stolpere. Des Weiteren finde ich auch ganz gut gelöst, ich nehme hier mal den Teppich weg, dass wir hier diese Kunststoffverkleidung haben, dieser Tritt. Gerade die ein oder anderen, die schon des Öfteren campen waren von euch, kennen das Problem. Es regnet draußen, wir haben Schiedwetter, man kommt rein und tapst mit den nassen Schuhen oder auf dem Boden vom Wohnmobil rum. Das Problem ist hier so ein bisschen gelöst, so sagen wir es mal, weil dann kann ich hier meine Schuhe stehen lassen und diese Kunststoffverkleidung ist halt auch mal schnell trocken gewischt oder gereinigt, ne? Das muss man sagen. Kommen wir zur Küche. Das ist sie. Wir haben hier ein zweiflammiges Gaskochfeld. Das Ganze funktioniert mit der elektrischen Piezo-Zündung. Wir können dieses Element hier rausnehmen, was ich immer sehr begrüßenswert finde. Wenn doch mal was beim Kochen drüber geht, kann ich mir das auch wirklich vernünftig raus und abwischen. Rein in die Spüle, Wasserhahn aufgedreht, außen Augen, außen Sinn. Gefällt mir gut. Auch das mit dem Wasserhahn hat Hobby hier sinnvoll gelöst. Den kann ich mir drehen und schwenken, so dass der nicht störend ist. Und dann kann ich mir hier Wasser reinlassen. Platztechnisch finde ich persönlich ist die Spüle ausreichend groß, um mal einen Topf oder herkömmliche Teller oder Tassen, Gläser abzuspülen. Das ist vollkommen ausreichend. Und des Weiteren haben wir hier noch die Möglichkeit, uns künstlich die Arbeitsfläche zu erweitern, um hier vielleicht noch mal was drauf zu schneiden. Oder wenn ich mit 4 Personen hier am Tisch sitze, vielleicht Kartenspiele, hier mein Glas Wein und ein anderes Getränk abzustellen. Das ist in Ordnung. Dann haben wir hier noch Arbeitsfläche, die wir uns hier Hobby zur Verfügung stellt. Also dementsprechend denke ich, kann man gerade im Kastenwagensegment nicht meckern, kann damit gut arbeiten oder auch hier einfach was hinstellen. Dann habe ich hier auch noch die Möglichkeit, vielleicht mir kleine Gewürzregale reinzuhängen. Die Möglichkeit bestände auch hier nochmal ein Ablagefach. Also das gefällt mir ganz gut. Schubladentechnisch, wir haben hier einmal ein Staufach, da können wir vielleicht mal noch ein kleines Handtuch oder irgendwas hin unterbringen. Aber prinzipiell ist es eher schon als Serviceklappe gedacht. Hier ich die Gasabsperrhähne, da komme ich gut ran, wenn doch mal das verlangt wird. Dann haben wir hier unsere Schubladen, hier schon ein integriertes Besteckfach. Das ist in Ordnung, hier kann ich noch was unterbringen. Die Schubladen funktionieren genauso wie die hinten mit der sogenannten Soft-Close-Technik. Hier haben wir noch mal ein etwas tieferes Fach. Die Fächer sind im Schnitt mit bis zu 15 Kilo zu belasten. Das empfinde ich als ausreichend. Das ist in Ordnung. Und auch hier noch mal ein relativ tiefes Fach. Das ist gut. Ja, so, dann haben wir hier unseren Kühlschrank. Das Ganze bei dem Fahrzeug funktioniert auf der sogenannten Kompressorbasis. Das bedeutet, das Fahrzeug der Kühlschrank funktioniert rein elektrisch, entweder mit 12 Volt vom Fahrzeug oder wenn er dementsprechend am Landstrom hängt, mit 230 Volt vom Landstrom. So sieht's aus. Jetzt nochmal kurz zur Sitzeinheit. Nicht, dass da jetzt die Stimmen laut werden und sagen, oh, das ist aber ziemlich schmal, das ist mir zu schmal. Ihr habt die Möglichkeit, hier per Tastdruck das Ganze zu verjüngen und dann habt ihr hier wesentlich mehr Platz, um hier zu agieren. Das ist natürlich eine gute Sache. So sieht der Boden aus, falls da noch Fragen aufkommen. Hier liegt nur zum Schutz der Teppich drin. Das ist ja auch sinnvoll. So, dann kommen wir zu unserer Bedieneinheit. Hier oben haben wir unser Bedienpanel für unseren Fahrzeugaufbau, sprich Grauwassertank, Frischwassertank, Fahrzeugaufbaubatterie, die Beleuchtungsgeschichten. Das ist in Ordnung. Und hier daneben befindet sich das digitale Truma Bedienpanel für eure Heizung und für euren Boiler, Warmwasser etc. Wenn ihr jetzt wüsstet,
wie der Micha dort elegant hinter der Kamera hängt, das sieht sehr lassiv aus, Micha. Vollen Körpereinsatz. So muss es sein. So, kommen wir zur Nasszelle. Meines Erachtens schön groß. Hier war ja vor kurzem erst bei Krüger Caravan bei Spann an Herbstmesse. Deshalb bin ich jetzt mal so frei und vermessen und gehe jetzt mal mit Schuhwerk in die Nasszelle rein, da die aktuell so oder so etwas dreckig ist und die Aufbereitung hier noch nicht durch war. Ja, ich finde, oder wie ihr es jetzt seht, haben wir ja wirklich viel Platz, gut auch gemacht. Wir können uns hier einfach das Ganze zuziehen, schützen dann dementsprechend die Tür. Die ist aber auch mit wasserfestem Material überzogen, in Hochglanz, also das kann man auch schnell reinigen. Zieht sich das einfach zu und dann duscht er sich im Nu, ne? Das ist ja eine ganz einfache Sache. So, also das ist wirklich eine gute und ausgeklügelte Sache. Gefällt mir gut, ist gut umgesetzt. Ansonsten, ich nehme mal ganz kurz die Kamera. Ansonsten ist es wirklich gut. Wir haben hier einen Toilettenpapierhalter, der ist mit verbaut. Hier nochmal einen kleinen Kleiderhaken. Das sind jetzt alles sicherlich Sachen, die nicht die Welt kosten, aber im Campingalltag die Welt ausmachen. Hinter unserem großen Spiegel befindet sich ein wirklich sehr großer und üppiger und gut nutzbarer Schrank. Und wenn wir das zumachen, dann seht ihr mich. Ansonsten hier nochmal die geschwungenen Elemente mit übernommen. Das gefällt mir gut. Wir haben hier einmal das Klappwaschbecken, was einfach ein Garant für Platz ist. Wenn ich es nicht brauche, klappe ich es hoch. Das Ganze auch nochmal beleuchtet. Finde ich eine ganz nette Idee. Und ansonsten habt ihr hier den Wasserhahn. Und wenn er das nicht braucht, dann macht er das hier ganz einfach zu. Und dann ist gut. Hier nochmal ein schönes Fenster mit verbaut. Das Ganze in Milchglasoptik. Hier haben wir unseren Duschgriff oder beziehungsweise einen Teil von der Duscharmatur. Hier auch nochmal eine kleine Ablagefläche für Seife, Duschgel. Und hier unten haben wir unsere Duschtasse mit zwei Abflüssen. Das ist gut. Und ansonsten haben wir hier eine Standard-Dreh-Chemietoilette. Die kann man gut nutzen. Das ist in Ordnung. Also, der Kameramann sagt, es ist nicht nur eine robuste Türklinke, da hat er recht, weil das aus Metall ist, sondern es ist auch ein sehr robustes Bad. Ohne großen Schnickschnack ist es funktional und tut das, was es soll. Nämlich, es bietet Platz auf einem relativ komprimierten Raum. Das ist gut. So, und dann haben wir hier unser Bettchen. Jetzt sind natürlich so kleine Hobbit-Menschen wie ich mit 1,3 Meter oder 1,75 Meter, die sagen, ui, das ist jetzt aber ziemlich hoch, ne? Aber Hobby hat ja Gott sei Dank mitgedacht, denn dann macht man hier den einen Handgriff nach unten, geht ein kleines Stück zurück und man hat die Treppe. Das ist natürlich super. Dann habe ich natürlich einen super easy Einstieg in mein wirklich großes Heckbett. Maße seht ihr jetzt hier oben eingeblendet. Ich sag mal mit 2 Metern in der Länge mal 80, 85 pro Seite in der Breite. Das ist für einen Kastenwagen wirklich ein sehr gutes und üppiges Maß, was das Bett hier für euch parat hält. Wenn ihr die leider nicht braucht, dann schiebt ihr die hier einfach wieder rein. Da habt ihr ein kleines Drehrädchen, um das fest zu justieren, dass euch während der Fahrt das Ganze nicht nach vorne fliegen kann. Da seid ihr in der Richtung auch safe. Ansonsten ist es so, wir haben hier ausreichend dicke Kaltschaummatratzen. Wir haben hier ein Lattenrostsystem verbaut. Und wer sagt, okay, brauche ich gerade nicht, will ich jetzt nicht nutzen, der kann das Ganze einmal hoch machen und dann habt ihr hier die Möglichkeiten, nochmal an die Schränke ranzukommen. Hier unten haben wir die Aufbaubatterie verbaut. In dem Fall ist es eine 95 Amperestunden große AGM-Batterie und daneben haben wir auch nochmal Platz für eine zweite, falls man eine zweite einbauen möchte. Und auch hier haben wir nochmal ein schönes großes Schrankelement, um ranzukommen. Also das gefällt mir gut. Sicherlich jetzt kann man sagen, jetzt muss man das Bett immer hochklappen. Aber ich glaube, gerade im Kastenwagensegment ist es ja auch so, dass man sagt, oder generell im Camping sollte es ja auch oft so sein, ein bisschen Verzicht und Minimalismus gehört einfach mit dazu. Aber ich persönlich
finde, das ist schon ein gutes, ausgewogenes Fahrzeug, was wie alle anderen Reisemobile oder generell viele Sachen ja auch im Leben alles seine Vor- und Nachteile hat. Auch hier oben, da kann der Micha mal hinswipen. Hier haben wir nochmal sinnvoll positioniert zwei Kleiderhaken. Das macht Sinn, finde ich gut. Und des Weiteren, also ihr könnt euch das Bett auch hinten nochmal festmachen mit einem Gurt. Die Möglichkeit besteht, dafür bin ich jetzt aber gerade zu faul. Dann haben wir hier nochmal ein kleines Schrankelement. Das ist in Ordnung, um Kleinigkeiten, vielleicht die Unterbüchse oder Socken runterzubringen. Und auch hier habt ihr nochmal eine Klappe, um Klamotten unterzubringen oder andere Sachen. Und darunter, das seht ihr jetzt auch eingeblendet, befindet sich unser 100 Liter großer Frischwassertank. Wenn man den mal reinigen will, kommt man dann ganz gut ran. Ja, nun sitze ich wieder auf dem Bett. Ich finde, man hat nach oben hin noch genug Luft. Klar, wir haben 2,2 Meter Stehhöhe im Fahrzeug. Das ist super ausreichend. Und wir haben hier wirklich schöne große Schränke, die ich nutzen kann. Da kann man wirklich nicht meckern. Auch das Ganze mit vernünftigen Scharnieren pro Schrankelement 2 Stück. Das finde ich, ist wirklich in Ordnung. Kann man nicht meckern. Und wirkt auf jeden Fall sehr solide. Wir haben in dem Fahrzeug insgesamt 2 Higgis. Einmal das. Und da können wir mit der Kamera mal drauf zwingen. Einmal vorne das Kurbeldreh-Higgi im Bereich überhalb der Dinette. Das ist echt in Ordnung. Damit kommt man gut klar. Und auch gut gemacht, wie ich es finde, dass wir hinten die Scharniere überbaut haben. Dann wirkt es einfach mehr nach Reisemobil und nicht nach Transporter. Und wir haben dazu noch ein offenliegendes Schrankelement, eventuell für Handtücher oder für alle Sachen, die weich sind und im Notfall bei einer Vollbremsung nicht durch die Gegend fliegen können und wehtun. Steckdosen insgesamt, 230 Volt haben wir in dem Fahrzeug aktuell 3 Stück verbaut. So sieht das aus und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Endfazit. Ja, Freunde, nun sind wir durch mit der Roomtour vom Hobby Maxiaven 680 ET. Meines Erachtens ein sehr interessantes Fahrzeug. Jetzt hat uns auch noch ein Regenschauer erwischt. Wahrscheinlich ist auch das Wetter traurig, dass der Nils nicht mit dabei ist. Aber beim nächsten Mal auf jeden Fall. Ich persönlich finde das Fahrzeug vom Interieur sehr gelungen. Natürlich sind die Geschmäcker verschieden, muss man das Kind ganz klar beim Namen nennen. Ansonsten finde ich von der Ausstattung her, steht er ziemlich gut da. Fängt an mit dem 177 PS starken Dieselmotor aus dem Hause Volkswagen, gepaart mit der 8-Gang-Wandelautomatik. Zudem haben wir hier einen Doppelboden, auch wenn das technischer Natur ist. Aber für viele, die natürlich auch zu kalten Jahreszeiten unterwegs sind, was die Isolierung von unten angeht, dass da einfach auch von unten nicht die Kälte so durchkommt. Das ist ein großer Punkt. Dazu haben wir ein Multifunktionslenkrad, 3 Speichen. Leider Gottes ohne Leder, das hätte ich mir gewünscht. Aber gut, dann kann man, damit kann man vielleicht leben. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, bei diversen Sattlern sich das noch nachrüsten zu lassen. Ansonsten großer, langer Kastenwagen. Dazu haben wir noch die Metallic-Lackierung, die Markise, die Rahmenfenster, die eingetönten. Also der steht gut da. Ich persönlich empfinde auch die Nasszelle als mehr als ausreichend. Das kann man ganz klar so benennen. Und alles andere ist natürlich immer eine Geschmackssache. Was ja natürlich zu Buche schlägt, ich muss noch mal gucken, das sind die 16.153 Euro Nachlass. Somit kommen wir auf einen Preis von 79.900 Euro, was natürlich ein sportlicher Kurs ist für das Fahrzeug. Ich hatte mal geguckt bei diversen Online-Börsen, die es so gibt und die dem einen oder anderen geläufig sind. Da stehen die Fahrzeuge ja teilweise mit Ende 80.000, Anfang, Mitte 90.000 Euro im Netz. Da ist das natürlich einer der Top-Preise deutschlandweit. Und deshalb finde ich das Fahrzeug ziemlich interessant und deshalb haben wir es euch auch heute vorgestellt. In diesem Sinne, beim nächsten Mal wird Nils mit dabei sein. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um kommende spannende Videos nicht zu verpassen. Lasst uns gerne ein Abo da, würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Ein Like, ihr könnt das Video auch gerne teilen, würde uns auch freuen. Ansonsten sage ich nochmal vielen Dank an den Michael, der heute hinter der Kamera gestanden hat. Und bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, alles Gute. Tschüss.